Na, seid ihr immer noch da? Ja, die letzte Folge war interessant. Also erstmal hat sich unsere gute Maria, die uns die meiste Zeit hergelaufen ist und eigentlich nichts gemacht hat, uns beim Kämpfen und Sterben zugeschaut hat, hat sich einfach mal gemütlich gemacht in einem monsterüberfluteten Krankenhaus, wo jede Sekunde auf dieser Welt ja eigentlich zum Überlebenskampf wird, aber egal, leg dich hin, chill mal ein bisschen, ist okay. Ich würde es mir auch gemütlich machen. Ja, dann sind wir aufs Dach gelaufen und haben Pyramid Head getroffen. Der hat uns hier in diese, was ist denn das, in diese Psychiatrieabteilung geschubst letztlich. Gucken wir mal, worauf das hinausläuft. So. Wir gucken einfach mal, ich muss mal ein bisschen lauter machen auf meinen Ohren. Nicht zu laut, dass ich wieder einen Herzinfarkt kriege. Oh, now it's unlocked. Okay, ich habe irgendwas geöffnet. Ist das gut, ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. Okay, jetzt bin ich da. Das ist gut. Also, zumindest kommt mir das da bekannt vor. Also, habe ich überhaupt hier eine Karte? Sehe ich, wo ich hin. Ah, Special Treatment Room. Das ist gut. Gut, also ich dachte, ich bin jetzt irgendwo hingefallen, wo ich noch nicht war, aber. Also ja, ich war ja noch nicht, aber ich komme wieder zurück. So, da kann ich nicht dran vorbei. Dieses Rohr ist ein bisschen im Weg. Hallo, ich will zu der Tür da. Okay, da komme ich nicht rein. Hängt ein Zettel. Da steht etwas an der Wand geschrieben. Als sich Joseph berührt hat, ja, als er sich berührt hat, als er sich beruhigt hat, konnte er aus seiner Zelle gelassen werden. Oder wenn er ruhig aussieht. Na gut, aber das hilft mir jetzt. Ist Joseph hier drinne? Ach ja, schön, eine Gummizelle. Das ist, ja. Das ist auch nicht schon schlimm genug, weil überall Blut. Da ist etwas an der Wand geschrieben, im Blut. Ja, ich glaube, das wird jetzt mal wieder Zeit, dass ich mir das notiere. 1869. Moment, Leute. Ich hole mein Handy raus. Ja, dauert immer ein bisschen, bis ich meinen Notizblock hier geöffnet habe. So. Also, 1869. Ich vermute zumindest, dass es 1869 bedeutet. Als erste, ja, 18, ja, es müssen die Zahlen sein. So. Turn, turn. Ich weiß nicht, was turn bedeutet. Merk, merk, merk dir die Nummern lieber und vergiss sie nicht. Ja. Also. Turn, turn, turn the numbers. Better not forget them. Also ich habe sie aufgeschrieben hier und ich habe sie, deswegen habe ich sie hier aufgeschrieben und niedergeschrieben. Die andere ist mein geheimer Name. Was immer das bedeutet. Oh, ey, die Musik schon wieder. Ich scheiß mir ein hier. Ja, wie viele Herzinfarkte ich jetzt in der Folge bekomme. Gut, aber ich habe jetzt schon mal Nummern bekommen. Das ist gut. Ich glaube auch, hier gibt es jetzt nicht mehr so viel zu sehen. Und die Frage ist natürlich, was sie jetzt machen. Also. Letztlich, eine Sache würde mir einfallen. Wir rennen erstmal zu dem Raum S11. Setzen da einen Speicherstand. Und dann könnten wir nochmal zum Elevator gehen, weil da hatten wir auch. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das war nicht auf der Ebene. Oder ich weiß nicht, ob man auf der Ebene auf das Tastenfeld zugreifen kann. Aber es hat auf jeden Fall ein Tastenfeld gehabt. Wenn nicht, gehen wir eine Station nach unten. Ist egal. So, na kommt her. Da warten noch schon die nächsten Gegner auf mich, oder? Oh Gott, oh Gott, ey. Also, ich weiß, es kommt bestimmt beim Spiel rüber, aber wisst ihr eigentlich, wie ich mir einscheiße? Das ist wirklich sowas von gruselig, ja. Einfach nur, weil man. Oh, S11 ist hier hinten. Einfach wenn man die ganze Zeit diese dichte Atmosphäre hat, dann die Musik, die ganze. Also die haben das schon echt gut gemacht. Der erste Teil war ja schon gruselig, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde jetzt Fit ja noch schlimmer. Also ganz ehrlich, das ist sehr, sehr grenzwertig. Also im positiven Sinn. Ich meine, es soll ja gruselig sein, ne? Ist hier Maria? Liegt hier rum? Nee. Die hat sich in einem anderen Raum bequem gemacht. Also keine Ahnung, welcher das war. Na dann. Okay, na dann gehen wir mal. Gut, dann schaffen wir das hier nicht.
Dann gehe ich ja mal davon aus, dass wir wieder zurück müssen. Dann in die zweite Etage. Von dort aus konnten wir aber die Buttons drücken. Da bin ich mir relativ sicher. Mal gucken, wo waren jetzt hier die Tür zu. Die da? Ah ne, das war in die Psychiatrie. Ja. In die Special Treatment Rooms. Zu den Gummizellen, wenn man so möchte. Und dann hast du dann so Momente, wo es einfach nur todstill ist, ne? Du hörst nichts, du siehst nichts. Wo war das jetzt hier? Das war doch so eine Seitentür, oder nicht? Die war es nicht, so Special Treatment Room. Dann die, das war die verdreckte, verrostete Metalltür. Ich meine nicht, dass das die einzige verdreckte, verrostete Metalltür in diesem Spiel ist, aber... ja, ich wusste auf jeden Fall, das war immer ein bisschen seitlich und ist nicht so ganz taufrisch. Das Schlimme ist ja, ich kann jederzeit uns irgend so ein Vieh entgegenkommen. Da ist übrigens... So. Und jetzt zum Elevator. Der hatte doch eins, oder? Der hatte doch so ein Tastenfeld. Das Tastenfeld haben wir ja schon bedient. Ja, bleib bitte am Boden liegen. Ich habe immer Angst, dass die Viecher aufstehen, ne? Also, das ist ja auch, wäre auch nicht ungewöhnlich bei dem Spiel. Es gab doch irgendwo, ich bild mir das doch nicht ein, oder? Es gab doch irgendwo einen Elevator, wo ich letztlich den. Oder war es ganz unten? Kann auch sein, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Laufen wir noch eine Etage nach unten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, wie gesagt, irgendwo ist der. Irgendwo konnte ich den Fahrstuhl rufen. Aber das war ja der andere Fahrstuhl. Es gibt ja zwei Fahrstühle letztlich, ne? Also da hinten einen und hier vorne einen. Aber der ist zu, das sehen wir. Das heißt, wir gehen nochmal eine Etage nach unten. Ja, ne? Orientierung ist nicht so eine einfache Sache. Bäh, vor allem, wenn die Kamera dann einmal so eine 360-Grad-Drehung macht, wie gerade eben. Schön Looping vollführt über meinem Kopf, ne? Das ist dann nicht so. Also ist überhaupt nicht desorientierend, ne? Überhaupt nicht. Hier rein da, in den ersten Flur. Mal sehen, was uns da Feines erwartet. Mal sehen, ob uns etwas erwartet. Ja, wir waren noch nie in diesen ganzen Räumen. Das stört mich eigentlich ein bisschen. Das ist nicht gut. Kann sein, dass da. Ja. Da ist ein Tastenfeld, siehst du? Ich sehe es doch. Na, komm. Hallo. Tastenfeld. Ich bild mir das doch nicht ein, das ist doch ein Tastenfeld, oder nicht? Aber er will nicht, was soll ich machen? Er hat kein Interesse daran. Ich kann trotzdem mal die Räume da durchgehen. Hier bin ich gekommen. Aber diese einzelnen Räume habe ich doch alle schon durchgeschaut, oder? Also außer Kitchen da unten habe ich mir noch nicht angeguckt. Und den Elevator. Vielleicht war es der Elevator hier um die Ecke. Das kann natürlich auch sein. Oh, mich nervt das gerade, weil ich weiß, dass da irgendwas war. Ich weiß, dass da irgendwas war. Hin. Das wäre ja die Küche gewesen, vermute ich mal. Ne, die Küche ist auf der Seite, da komme ich gar nicht ran. Da steht so viel Geröll im Weg. Ich habe da noch einen winzigen Raum. Also, der zwischen Frauen- und Männertoilette ist. Also, aber das. Nicht der hier. Aber da ist doch ein Knopf, oder nicht? Wir ignorieren jetzt einfach die Knöpfe und das alles, ne? Das, ja, aber was soll ich da jetzt machen? Also. Ich war jetzt überall. Hier komme ich nirgendwo durch. Ja, Leute, es tut mir leid, dass das gerade so ein bisschen, ereignislos ist. Aber ich habe keinen Plan, wo ich lang muss, ne? Also, es ist ja schön, dass ich jetzt eine neue Nummer habe. Offensichtlich muss ich die Nummer irgendwo eintragen, aber. Fragst du halt nur, wo?
Also ich bin mir halt sehr, 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 sehr sicher. Also wir könnten eine Sache mal noch machen, was mich interessieren würde. Wir gehen noch mal aufs Dach. Wartet da Pyramid Head auf uns, oder? Kommen wir überhaupt aufs Dach, oder sagt dann James eher so, nee, lass mal gut sein. Ich habe genug davon. Der ist da, oder? Das ist ja richtig sonderbar. Der Zaun ist wieder ganz, oder was? Warte, hat man hier? Hier lag ja auch was rum. Das hat man aber schon gelesen, glaube ich, ne? Regen, bla bla bla. Ja, das war die Suizidnotiz. Also der Todesbrief letztlich. Was mich halt stört, ist, der ignoriert halt einfach die ganzen Logs da. Da ist so ein Tastenfeld. Warum kann ich das nicht aktivieren? So, an das Teil komme ich nicht ran. Also hier gibt es so wirklich nichts mehr zu sehen. Also eine Sache muss ich sagen. Es ist echt wie einem realistischen Krankenhaus. Da verläuft man sich auch immer, ja? Ja, sie müssen nur da und da lang. Und dann sind das ja 20.000 verschiedene in sich verzwirbelte Gänge, wo kein Mensch durchblickt, ja? Das ist ja auch so. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, wo ich bin, warum ich bin. So, jetzt gucken wir mal, was unsere Möglichkeiten sind. Hier, Men's und Women's Locker, da muss ich jetzt nicht hin. Das heißt, wir könnten mal in die Examination Room, wir könnten die Räume uns anschauen, die wir schon uns angeguckt haben. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch was drin ist, was wir noch nicht hatten. So, wenn wir jetzt erstmal gucken, welche das waren. Das war jetzt gleich der rechte Raum hier. Aber da ist nichts. Also ja, ich kann da reingehen, aber meine, ich werde nichts Besonderes vorfinden, ne? Hier hat man die Schreibmaschine mit dem blauen Papier. Alles gut, das hatten wir schon. Ich glaube, die Nummer haben wir auch schon genutzt. Dann in M2 waren wir auch schon drinne. Das waren eigentlich nur Räume, wo Gegner auf mich gewartet haben, ne? Und ich ein bisschen Munition gefunden habe, genau. Ich brauche ja gar nicht weiter zu gucken. Also, das kannst du vergessen. Also, das war sowohl in M2 als auch die M3, da lag da, glaube ich, lag da nicht Maria? Die hat sich doch hier auf die Etage gelegt, oder? Soll ich mal mit der reden vielleicht? Mal ein bisschen sagen, was passiert ist, oder? Was ich M3. So, Maria, bist du hier? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich die verfrachtet habe. Boah. Das nervt mich gerade ein bisschen hier, muss ich ehrlich sagen. Nervt halt, ich bin mir so sicher, dass das hier. Es muss dann faktisch irgendwas auf der dritten Etage sein. Das kann gar nicht anders gehen, ne? Dann machen wir das halt. Laufen wir da zurück. Das ist so eine richtige Folge voller Nichts, ne? Aber es tut mir, wie gesagt, leid. Ich mache das halt nicht absichtlich, aber es ist halt nicht so einfach, ne? Es ist halt wirklich nicht so einfach. Ich werde ja auch mit Nummern zugebombt, muss man sagen, die ich dann irgendwo zuzuordnen habe. Ja, woher weiß ich, wo die hinkommen sollen, so. So. S3. S3, S11, S14. Oh, machen wir mal. S3. Da müsste Maria drin sein, oder? Yes. Lass mal quatschen. Ja. I'll be okay soon. Did you find Laura? Boah, noch nicht. Bin auf dem Weg. Okay, die hat Corona, die lassen wir mal lieber in Ruhe. Die ist in Quarantäne hier. Mensch, was muss ich denn machen? Das macht mich richtig kirre hier. Also.
Der Elevator, das stört mich halt. Der Elevator an sich, der ist ja so, also der wird ja so angezeigt, als ob ich da hinkommen könnte. So, der Showerroom. War im Showerroom irgendwas? Ach, warte mal. Ich erinnere mich gerade. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Also erstmal lag da ein Schlüssel, ja. Okay. Jetzt langsam habe ich wieder eine Idee, aber ich habe keine Ahnung, wo das war. Hier war doch irgendwo so ein Schloss. So war da irgendwas. Erinnert ihr euch noch, wo alles. Ja, das war so ein ganz, ganz kompliziertes Schloss mit verschiedenen. Ja, also so eine Truhe mit verschiedenen Schlössern. Einen habe ich ja schon geknackt. Aber keine Ahnung, wo das Teil lag. Also, muss ich erst mal gucken. Es muss ja in einer der Räume sein. Also, das war nicht in dem Raum. Vielleicht S14 ganz hinten. Ich auch nicht, oder? Boah, ey, Leute, was weiß ich, wo das Teil lag? War das hier? Ah, ja. Schön. Ja, wir brauchen eine vierstellige Nummer. Da würde sich ja Folgendes anbieten. 86, nee, 1869. Gucken wir mal. 1869. 1, 8, 6, 9. Wunderbar. Ja. Nun. Ist immer noch nicht offen. Hey, jetzt brauche ich noch einen Schlüssel. So. Den Schlüssel kriege ich ja nur raus mit meinem komischen Angelhaken. Aber da meckert er herum und sagt von wegen, das ist zu kurz. Mit was kann ich das kombinieren? Habe ich irgendwas? Mit meiner Holzplanke ist auch Quatsch. Mit meinem Messer. Kombinieren mit. Was kann ich. Die Frage ist, mit was kann ich es denn kombinieren? Das macht keinen Sinn. Ja, ist mir auch klar. Ja, toll, jetzt muss ich irgendwo einen Faden finden oder sowas. Also, ich kann ja nochmal in das versiffte Badezimmer gehen. Da sagt er doch vom Prinzip her, nee, das geht nicht, ich komme nicht ran. Ah, nee, das war nicht, das war in der Shower, das war ja links. Da. Also, er will das nicht, das reicht nicht aus. Sagt er selbst, ne? Es ist nicht lang genug. Was habe ich übersehen? Ja, ich habe versucht, an dem Wassergriff da, an dem Ventil da rumzudrehen, kam kein Wasser raus. Ja, aber was soll ich das kombinieren? Ich habe doch nichts. Sein, ich finde jetzt irgendwo. Boah. Ich habe irgendeinen Gegenstand übersehen, das steht schon mal fest. Also irgendeine Kleinigkeit. Kann ich das Handtuch dann nehmen? Warum kann ich denn. Irgendwas. Irgendwas ist hier machbar. Offensichtlich ist hier irgendwas machbar. Aber was nur? Ich könnte einfach von der Krankenschwester, die hat doch so ein Kleid an. Kann man da nicht irgendwie einfach einen Faden abziehen und dann. Also es kann nicht so schwer sein, einen fucking Faden zu finden, oder? Also. Ich gehe nochmal in die Klapse, mal gucken, ob ich da was finde. Oh, die Klapse war hier. Da liegt auch so Zeug auf dem Boden rum. Ja. Komme ich halt auch nicht ran, ne? Hier sehen wir sozusagen die Schleifspuren auf dem Boden. Aber es ist halt wirklich, seit hier aus der Kameraperspektive habe ich sie nicht gesehen. Er meint nur die blutige Nummer da. Ja. Jo, Leute, ne? Jetzt sind wir in einer kleinen Sackgasse angelangt. Jetzt heißt es ja einfach nur noch rumlaufen. Also, ich werde jetzt gleich mal Folgendes machen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal. Ich werde jetzt gleich einfach mal ein bisschen rumlaufen. Das will ich euch jetzt ja nicht. Ja, das will ich euch so ein bisschen ersparen, dass ich hier wahllos irgendwie durch die Gegend laufe und das sich über 5 Folgen streckt.
Und dann werde ich mal gucken, was ich potenziell übersehen habe. Also es kann ja von der Logik her nur in einem der Räume sein, die ich noch nicht erkundet habe. Oder die ich bereits erkundet habe. Ja, vielleicht ist da irgendwas. Ich gehe nochmal ganz nach unten zu dem, ja, in das Doctor's Office. Ja. Aber wisst ihr was, das erspare ich euch jetzt erstmal. Ne? Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.